Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Folge unserer Reihe ins Heft gezoomt und ich darf auch gleich unseren Gast begrüßen, Herrn Jan Gerber, seines Zeichens leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur, also einem Schwesterinstitut des Instituts zur Zeitgeschichte, auch wenn es bei uns den schönen Titel des leitenden Wissenschafts. Mitarbeiter nicht gibt. Gleichzeitig äh, ist Herr Gerber Privatdozent am Historischen Seminar der Universität Leipzig. Seine Veröffentlichungen beziehen sich hauptsächlich auf die politische Linke im Kalten Krieg und auf die Geschichts- und Erinnerungspolitik nach dem Holocaust. Und wie Sie unschwer erkennen können, entstammt äh, diesem Forschungsschwerpunkt auch sein Aufsatz, der das Aprilheft des 62. Jahrgangs eröffnet, über den wir. Heute sprechen wollen. Herr Gerber, Web de Boys, so spricht man ihn aus, oder? So hat es mir zumindest mein amerikanischer Gewährsmann bestätigt. Web de Boys dürfte unserem deutschen Publikum eher unbekannt sein. Könnten Sie den Protagonisten Ihres Aufsatzes vielleicht kurz vorstellen und seine Bedeutung erläutern? Ja, vielen Dank, das tue ich gern. Ähm, es gibt unterschiedliche Aussprachen. Ich habe Web Du Bois gehört. Ich habe auch die Abkürzung WEB Du Bois bereits gehört. Ich glaube, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Und ich stelle ihn selbstverständlich sehr gern vor. Sie haben vollkommen recht, er ist hierzulande, will mir scheinen fast unbekannt oder kaum bekannt, vielleicht besser, was in der Tat ganz erstaunlich ist. Zum einen, weil er sich sehr für Deutschland die deutsche politische Kultur interessiert hat, zeitweise auch am Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland studiert hat, immer wieder in Europa und in Deutschland war. Und es ist auch aus dem Grund ganz erstaunlich, weil Du Bois so etwas war wie ein wie ein Intellektueller der Superlative. Er war Soziologe, Journalist, politischer Aktivist, Historiker. Philosoph und so weiter. Er war einer der bedeutendsten schwarzen Bürgerrechtler, kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg geboren. Du Bois hat die Niagara-Bewegung mitbegründet. Die Niagara-Bewegung war ähm, eine der ersten Bürgerrechtsorganisationen der Vereinigten Staaten. Du Bois hat die NAACP mitbegründet, die National Association for the Advancement of Colored People, ebenfalls eine der ersten Bürgerrechtsbewegungen. Und wenn man, wie man sagen kann, sicherlich auch eine der bedeutendsten Bürgerrechtsbewegungen. Du Bois war der Erste, der in Harvard promovierte. Sein Buch, ähm, sein, sein Buch The Souls of Black Folk von 1903 ist einmal als der maßgebliche Text der afroamerikanischen literarischen Tradition bezeichnet worden. Ich finde, das ist vollkommen richtig, das Ganze so zu benennen. Er war Mitglied der panafrikanischen Bewegung zeitweise Mitglied der sozialistischen Partei am Ende seines Lebens dann Kommunist. Also Sie sehen, er war so etwas wie ein Universalgelehrter, einer der letzten Universalgelehrten, der zudem auch politisch aktiv war und ähm, hat in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahrzehnten würde ich sagen, zusätzlich auch noch mal mit dem Aufkommen der postkolonialen Theorie im postkolonialen Kontext eine, eine Neuaufwertung oder Neubetrachtung, Erfahren, unter anderem ähm, aufgrund seiner Ansicht oder seiner Aussage, dass das zentrale Problem des 20. Jahrhunderts das Problem der Colorline ist, also das Problem der Grenze zwischen den Hautfarben. Diese Aussage, diese Vorstellung, dass das zentrale Problem des 20. Jahrhunderts das Problem der Colorline ist, hat er später zwar wieder zurückgenommen, unter anderem in dem Beitrag, ähm, äh, in dem Redebeitrag, über den ich in den Vierteljahrsheften geschrieben habe. Nichtsdestotrotz wird er sehr gern im postkolonialen Kontext für solche Aussagen für sich in Anspruch genommen. Vielleicht das als kurze Einführung, als kurzer Überblick äh, über das Leben und das Wirken von Du Bois. Vielleicht eine kurze Nachfrage noch, weil ich das auch nicht wusste, äh, dass Du Bois eine besondere Beziehung zu Deutschland hatte. Vielleicht äh, würden Sie da noch einen Satz darüber verlieren wollen. Ja, Er hat sich sehr für Deutschland, für die politische Kultur Deutschlands interessiert und war, um, äh, war bereits in, wenn ich mich richtig erinnere, in den 1890er Jahren ähm, in Deutschland, hat studiert in Berlin, hatte viele Freunde in Deutschland, unter anderem Stanislaw von Estreicher, einem aus den damals östlichen Provinzen des Deutschen Reichs kommenden Intellektuellen, mit dem er zusammen studiert hat. Er hat sich sehr für... Bismarck interessiert, war eine Zeit, war eine Zeit lang von Bismarck und der Sozialgesetzgebung ganz begeistert, ähm, und war bis in die 30er Jahre immer wieder in Deutschland zuletzt oder eines der letzten Male war er 1935 in Deutschland in der Zeit äh, des Nationalsozialismus bereits und hat dort Beobachtungen vorgenommen, die er dann auch äh, wissenschaftlich verarbeitet hat. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Also im Zentrum Ihres Aufsatzes steht eine Rede von Du Bois, die er am 19. April 1952 in New York gehalten hat, ähm, am 9. Jahrestag des Warschauer Ghettoaufstands. Ähm, in welchem Umfeld, in welchem politischen Umfeld hat diese Veranstaltung stattgefunden und welche Resonanz hatte sie seinerzeit? Ja, das ist ganz interessant. Der Veranstaltungsort, Sie hatten ja schon erwähnt, dass die Veranstaltung in New York stattfand. Der Veranstaltungsort war das traditionsreiche Hotel Diplomat mitten in Manhattan, das eine sehr liberale Veranstaltungspolitik verfolgte. Dort fanden Konzerte statt, unter anderem von Miles Davis. Es fanden Bälle statt, allerdings auch politische Veranstaltungen. Inzwischen steht dort, wo früher das Hotel Diplomat war, der Tower der Bank of America, was ganz interessant ist. Wesentlich interessant ist allerdings, wer diese Veranstaltung organisiert hat. Organisiert wurde diese Veranstaltung von der Zeitschrift Jewish Life. Jewish Life wurde 1946 als eine Art englischsprachiger Ableger der Morgenfreiheit gegründet. Die Morgenfreiheit war eine der bekanntesten, eine der auflagenstärksten jüdischsprachigen Tageszeitungen der Vereinigten Staaten. Und Jewish Life richtete sich explizit an ein jüdisches Publikum. Genauso wie, genauso wie die Morgenfreiheit aus, als deren Ableger, als deren englischsprachiger Ableger Jewish Life gegründet wurde, stand Jewish Life der kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten nahe. Oder eigentlich müsste man sagen, sie war eine explizit kommunistische Partei, äh, eine explizit kommunistische Zeitschrift und ging erst 1956 im Kontext der Geheimrede Khrushchevs auf Distanz zur Sowjetunion und benannte sich dann um in Jewish Currents und existiert mit unter diesem Namen immer noch. Über die Resonanz der Veranstaltung, nach der Sie ebenfalls gefragt haben, über die Resonanz der Veranstaltung kann ich relativ wenig sagen, ähm, außer dass Jewish Life schon vor 1952, also schon vor der Veranstaltung, bei der Du Bois auftrat, äh, Veranstaltungen zum Jahrestag des Warschauer Ghettos ähm, organisierte, ich kann sagen, dass der Ballsaal, in dem die Veranstaltung stattfand, relativ groß war, dass viele Karten wohl verkauft wurden und dass es ein sehr umfangreiches Programm gab bei dieser Veranstaltung. Also es wurden Tänze aufgeführt, ähm, es wurden Gedichte rezitiert, Reden gehalten, ein jüdischer Jugendchor sang Lieder und so weiter und so fort. Und Du Bois Rede wurde dann in der nächsten Ausgabe von Jewish Life veröffentlicht. Ähm, Vielmehr lässt sich leider nicht über die Resonanz sagen. Ich habe in einigen anderen Zeitschriften, ähm, die damals erschienen sind, mich umgeschaut und ähm, über äh, und, und danach gesucht, ob über diese Veranstaltung berichtet wurde. Da habe ich nichts gefunden. Ich kenne nur den kurzen Bericht und die Dokumentation der Veranstaltung oder der Rede von Du Bois in Jewish Life. Warum hat man eigentlich gerade einen afroamerikanischen Bürgerrechtler eingeladen, um über einen ja, jüdischen Gedenktag zu sprechen? Ja, das, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Das ist eigentlich das, was ich, wonach ich mich ebenfalls gefragt habe, als ich diesen Aufsatz geschrieben habe. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass diese Einladung von Du Bois zu einer, von einer, also die Einladung eines, äh, eines schwarzen Bürgerrechtlers zu einer Veranstaltung, die von einer jüdischen kommunistischen Zeitschrift organisiert wird, die dann wiederum dem Aufstand im Warschauer Ghetto gewidmet ist, dass das Ganze eigentlich nur vor dem Hintergrund einer ganz berühmten Frage zu verstehen ist, nämlich vor dem Hintergrund von Werner Sombarts Frage, warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus, 1906 in seinem ähm, gleichnamigen Aufsatz niedergeschrieben. Dass das Sombart mit diesem Satz, warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus, sagen will, stimmt selbstverständlich nicht ganz. Ähm, es gab in den Vereinigten Staaten die Sozialistische Partei, die einige Hochburgen im Mittleren Westen hatte. Darüber hinaus gab es die Kommunistische Partei der Vereinigten Staaten und einige andere kleinere Organisationen. Allerdings waren diese Organisationen, diese sozialistischen oder besser marxistischen Organisationen, Sombat spricht eigentlich gar nicht nur über den Sozialismus, sondern eigentlich hat er den Marxismus europäischer Prägung vor Augen. Diese Organisationen in Amerika waren allerdings bei weitem nicht so erfolgreich wie in Europa. Die Kommunistische Partei der USA zum Beispiel hatte in den 30er Jahren, also in der Zeit der großen ökonomischen und sozialen Krisen, hatte die Kommunistische Partei der USA ungefähr 40.000 Mitglieder. Und zum Vergleich, damit man sich das vorstellen kann, das sind etwa so viele Mitglieder wie Anfang der 30er Jahre die Kommunistische Partei Deutschlands allein im Bezirk Berlin-Brandenburg hatte. Das erschließt vielleicht so etwas das Verhältnis von Erfolg und Nichterfolg. Interessant ist nun für die Beantwortung der Frage, wer hat sich diesen Parteien und wer hat sich insbesondere der kommunistischen Partei angeschlossen. Und es war ähnlich wie im östlichen Europa, dass sich der Partei oder dem vom Kommunismus angezogen fühlten oder von der kommunistischen Bewegung in den Vereinigten Staaten angezogen, fühlten sich nicht nur Personen, die sozial ausgegrenzt wurden, Arbeiter, Proletarier, untere Schichten etc., sondern es fühlten sich auch und insbesondere Menschen angezogen, die ethnisch ausgegrenzt wurden. Das ist sicherlich bekannt in den USA, schlug in den 20er Jahren. Auch in den frühen 30er Jahren Neuankömmlingen, also Neueinwanderungen, eine relativ große Fremdenfeindlichkeit entgegen. Eine Fremdenfeindlichkeit, die sich unter anderem im Emergency Quota Act von 1921, im Johnson-Reed-Gesetz von 1924 und in anderen Dingen Geltung verschaffte, mit denen die Zuwanderung insbesondere aus dem südlichen Europa oder auch aus dem östlichen Europa strikt begrenzt wurde. Dazu gibt es, gab es weiterhin die Diskriminierung von Schwarzen in den Vereinigten Staaten und es gab weiterhin einen weit verbreiteten Antisemitismus in den USA der 20er und der 30er Jahre, der sich unter anderem darin Geltung verschaffte, dass es Quotenregelungen an Universitäten gab, an Colleges gab, dass Juden von bestimmten oder aus bestimmten Urlaubsregionen ausgeschlossen wurden, aus bestimmten Wohnvierteln ausgeschlossen wurden, aus bestimmten oder von bestimmten Arbeitsplätzen ausgeschlossen wurden. Im Unterschied dazu versprach die kommunistische Bewegung und die kommunistische Partei der Vereinigten Staaten nun das Ende genau dieser doppelten Ausgrenzung. Der Kommunismus versprach sowohl das Ende der Ausgrenzung aufgrund sozialer Herkunft als auch das Ende der Ausgrenzung aufgrund von ethnischer Herkunft. Ein Ursprungstext, der das ganz besonders deutlich macht, stammt noch von Marx und Engels. Die in einer ihrer ersten gemeinsam verfassten Schriften geschrieben haben, dass das Proletariat sich nicht befreien könne, ohne alle anderen Klassen und Schichten der Gesellschaft zu befreien. Das heißt mit anderen Worten, in der kommunistischen Partei schien, wie ich das mal genannt habe, schien Zukunft, Herkunft zu ersetzen. Herkunft schien durch Zukunft, durch den Blick nach morgen in die sozialistische Zukunft oder in die kommunistische Zukunft ersetzt werden zu können. Und genau aus diesem Grund, weil die Kommunistische Partei durchaus erkannt hat, dass sie innerhalb des Industrieproletariats, innerhalb der Industriearbeiterschaft der Vereinigten Staaten äh, relativ wenige Anhänger gewinnen konnte, hat sie das Ganze nochmal forciert und ihre Anhänger tatsächlich zeitweise vor allem unter ethnischen Gruppen, die unter Gruppen, die ethnisch ausgegrenzt worden sind, gesucht und dabei insbesondere unter zwei äh, Personengruppen oder unter zwei Bevölkerungsgruppen, die ganz besonders stark und ganz besonders kontinuierlich ausgegrenzt wurden, nämlich unter Juden in den Vereinigten Staaten und unter Schwarzen. Beide, Juden und Schwarze, waren in den 20er und 30er und auch in den 40er, frühen 40er Jahren, müsste man sagen, noch deutlich überproportional vertreten in der Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten. Ich kriege die Zahlen nicht mehr ganz richtig zusammen, aber Schätzungen zufolge ähm, gab es in der... Kommunistischen Partei der USA Ende der 40er Jahre äh, kamen ca. 40 bis 50 Prozent der Mitglieder aus jüdischen Familien und ungefähr 20 Prozent aus schwarzen Familien. Das war deutlich mehr als der Anteil an der Gesamtbevölkerung. Mal abgesehen. Die, auch, ja. Ich ja, weiß, ja ich, ist ähm, aber also, letztlich gewinnt, ähm, wenn man. Also, diese Rede als Sonde auffasst für äh, die Lage der amerikanischen Gesellschaft. Anfang der 1950er Jahre tut sie also so ein ganzes Kaleidoskop auf. Ähm, auf Frage des ähm, Rassismus und der Anfänge der Bürgerrechtsbewegung, ähm, der Lage der jüdischen Bevölkerung nach dem Holocaust, wo er viele Überlebende aus Osteuropa eine neue Heimat in den Vereinigten Staaten gesucht haben. Ähm, eine Strategie der Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten im Spätstalinismus, wo ja noch, wenn man sich erinnert, in Europa Kampagnen gegen den Zionismus gefahren werden, von Moskau und von Stalin ausgehend. Also hier ist offensichtlich ein anderer Akzent erkennbar. Ähm, ja, und dann gewinnt diese Rede äh, aufgrund einer Diskussion, die sehr gegenwärtig ist an Bedeutung, nämlich aufgrund von äh, Michael Rothbergs äh, viel diskutierter multidirektionaler Erinnerung, der direkt auf die Beuys Rede 1952 in New York Bezug genommen hat. Ähm, Sie, Herr Gerber, haben seiner Interpretation dezidiert widersprochen in Ihrem Aufsatz für die VFZ. Warum? Ja, ich habe dezidier, dezidiert widersprochen. Und Sie haben vollkommen recht, diese Rede ist immens wichtig für Michael Rothberg. Michael Rothberg hat im Vorwort zur deutschen Ausgabe seines Buches Multidirektionale Erinnerung sogar geschrieben, dass die Rede so etwas wie eine konzeptionelle Inspiration für sein Konzept der multidirektionalen Erinnerung war. Rothberg versteht unter multidirektionaler Erinnerung eigentlich zwei Dinge, die eng miteinander verbunden sind. Vielleicht erkläre ich das kurz, um besser ähm, ausführen zu können, warum ich dort widersprochen habe. Äh, Rothberg will eigentlich ähm, verschiedene Erinnerungen an verschiedene Formen von Diskriminierung, an verschiedene Formen von Massenverbrechen zusammenbringen, ohne dabei, wie er sagt, die Spezifik der jeweiligen ähm, Taten zu Verwischen, um daraus wiederum für, wie er es nennt, aktuelle politische Kämpfe oder aktuelle Kämpfe lernen zu können. Er sagt nun, dass, 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 dass Du Bois genau beides tut. Er sagt, Du Bois ähm, bringt in seiner Rede beide oder verschiedene Formen, die Erinnerung an verschiedene Formen von Verbrechen oder verschiedene Formen von ähm, Massenverbrechen zusammen, womit er vollkommen recht hat. Du Bois thematisiert ähm, in seiner Rede den Holocaust oder besser den Aufstand im Warschauer Ghetto. Ähm, er thematisiert die Ausgrenzung ähm, von Polen in den östlichen Provinzen des, des deutschen äh, Kaiserreichs in den 1890er Jahren und in den frühen Jahren des ähm, des 20. Jahrhunderts ähm, und er thematisiert, ähm, er thematisiert die Diskriminierung von Schwarzen in den Vereinigten Staaten, also das ist vollkommen richtig. Gleichzeitig erklärt Rothberg aber auch, dass ähm, Du Bois in seiner Rede die präzedenzlose Radikalität des Holocaust anerkenne, wie er das nennt. Und gerade das kann ich in dieser Rede nicht erkennen, beim besten Willen. Ich habe die sehr intensiv und sehr häufig ähm, durchgelesen, ähm, kann allerdings von, diesem, ähm, von, von dem, was Rothberg dort äh, formuliert, in dieser Rede nichts erkennen. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen interessiert sich... Ähm, Du Bois in seiner Rede gar nicht so intensiv für die Spezifik des Holocaust. Er erklärt stattdessen, dass ähm, er bei seinem Besuch in den Ruinen des Warschauer Ghettos, über den er berichtet äh, in seiner Rede, dass ich dabei bei ihm nicht so sehr die Spezifik oder nicht so sehr ein klareres Verständnis der Jewish Question. Entwickelt hätte, das sagt er ziemlich explizit so, sondern eher des Negro Problems, wie er das nennt. Und er erklärt gleichzeitig, dass all diese Formen von Diskriminierung, all die Formen von Massenverbrechen, über die er berichtet, ähm, Ausdruck eines einzigen Verbrechens gegen die Zivilisation seien. Das ist ziemlich ziemlich genau O-Ton ähm, dessen, was, was Du Bois dort erzählt. Und mit dem, was er dort erzählt, bewegt er sich eigentlich ziemlich genau und ziemlich klar im Diskurs seiner Zeit. Äh, Im Diskurs seiner Zeit äh, soll heißen, dass sich die Spezifik des Holocaust in den späten 40er Jahren oder in den frühen 50er Jahren eigentlich kaum jemandem erschlossen hat beziehungsweise, dass die Erkenntnisschübe, die es ab 1943, 44 zum Teil gab, bei Personen wie Hannah Arendt, bei Personen ähm, wie äh, Adorno Horkheimer und so weiter, dass diese Erkenntnisschübe eigentlich schon durch den aufziehenden Krieg wieder überlagert wurden waren. Wenn der Holocaust in dieser Zeit überhaupt thematisiert wurde, dann wurde er meistens, so ähnlich wie Roth, äh, wie ähm, Du Bois das tut, im Zusammenhang mit anderen Verbrechen, Genannt und diesen Verbrechen dabei angeglichen, also den Kolonialverbrechen, ähm, dem Algerienkrieg, der bald beginnt, oder auch sehr bekannt äh, mit Hiroshima und Nagasaki. Um nun in Du Rede so etwas wie die Anerkennung der präzedenzlosen Radikalität des Holocaust erkennen zu können, äh, wie ähm, Rothberg es für sich in Anspruch nimmt, muss man eigentlich zwei Dinge tun. Man muss einige kleinere Bemerkungen, Andeutungen, Meines Erachtens sehr stark überinterpretieren. Und man muss andere Punkte, die in dieser Rede angesprochen werden und die ich gerade zitiert habe, man muss sie in einer gewissen Weise ausblenden. Und vor allem muss man diese Rede entkontextualisieren. Ähm, man muss sie aus dem historischen Kontext, sie haben, das, sie haben das sehr schön zusammengefasst, des frühen Kalten Krieges, der Legitimationsstrategien ähm, des, der, des, des amerikanischen Kommunismus oder der amerikanischen Kommunistischen Partei. Davon muss man das eigentlich loslösen. Ich plädiere nun im Unterschied dazu, ähm, dafür die Rede eben gerade nicht vor dem Hintergrund gegenwärtiger Wünsche, gegenwärtiger Bedürfnisse oder auch gegenwärtiger Notwendigkeiten, zu denen ja auch die angemessene Erinnerung an den Kolonialismus äh, zählt, zu interpretieren, sondern sie strikt zu kontextualisieren und dabei eben nicht selektiv zu kontextualisieren, wie es manchmal geschieht, sondern genau im Kontext der damaligen Debatten, im Kontext der damaligen Zeit ähm, zu betrachten und sie auch so zu verstehen, um sowohl dem Text der Quelle als auch dem Autor ähm, historisch gerecht zu werden. Ja, herzlichen Dank, äh, lieber Herr Gerber, für diese Zusammenfassung Ihrer Thesen. Und ich bin gespannt, ähm, ob Ihr Widerspruch wiederum Widerspruch erzeugen wird in einer Debatte, die ja seit einigen Jahren zum Teil sehr hitzig geführt wird. Vielleicht, bevor wir zum Ende kommen, noch ein kurzer Blick, was das Aprilheft des laufenden Jahrgangs 2024 noch für Sie bereithält, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Kern steht ein Podium Zeitgeschichte, fünf kurze Texte über Zeitgeschichte als Aufgabe im 21. Jahrhundert zur Gegenwart und Zukunft der Zeitgeschichtsschreibung in Auseinandersetzung mit Hans Rothfels fast schon legendärem Aufsatz Zeitgeschichte als Aufgabe im ersten Heft der VfZ 1953. Dann findet sich ein Aufsatz von Meral Afci und Christian Franke zur Malariapolitik des Völkerbunds in den 1920er und 1930er Jahren, ein Thema, das im Licht der Covid-Pandemie ähm, Ganz interessante Parallelen aufscheinen lässt. Und schließlich eine Dokumentation von Gregor Rosolinski-Liebe über die Aufzeichnungen des KGB-Agenten Bogdan Staschinski, des Mörders von Stepan Bandera. Eine Quelle, die ich in dieser Form für fast einzigartig halte und deren Lektüre ausgesprochen spannend ist. Dann bedanke ich mich bei Ihnen nochmal, Gerber, für Ihre Zeit. Und ich danke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuseherinnen und Zuseher, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann im Juli wieder, wenn es heißt ins Heft gezummt.